Ja, wieder sind wir im Magic Museum. Ich werde mal so rummachen. Ich glaube, den sehen wir ein bisschen mehr. Mit so einer, ja, ich würde mal sagen, so eine Ballettaufführung oder so eine Theateraufführungsbühne. Das finde ich auch irgendwie total cool. Und da kann ich euch mal ein bisschen von nahen rangehen. Da gucken wir uns jetzt mal, ja, die einzelnen Elemente an. Jetzt halte ich mal die Kamera so. Dann können wir hier, oh, schön gruselig. Oh ja. Könnt ihr euch das mal anschauen in Ruhe. Mexikum. Ist echt krass dargestellt. Hör mal. Na, Axt ist da oben. Oh Mann. Oh, guckt euch mal dieses Monster an. Wie geil ist das denn, ja? Richtig schön. Das eine Auge da und die anderen zwei Augen. Wie viele Augen hat das? Drei Augen? Oh Mann, ey. Drei Augen. Hammer. Wie schön. Ach, Wahnsinn. Ich frage mich eigentlich, was dieser schwarze Mann hier bedeuten soll, ja? Also, tja, keine Ahnung. Könnte natürlich auch ein Henker sein oder so. Ist echt krass, ja. Genau, das ist es halt eben. Leider hängt ja auch kein direktes Schild, nur eins über Ballettschuhe. Aber wie gesagt, man geht einfach davon aus, dass es eine Bühne darstellen soll. Mit Theater und so und mit Feen und Fantasywesen. Also ganz mein Geschmack halt eben. Ja. Und... Hier seht ihr die nochmal komplett.